Lobbyismus ist in der Politik und in der Betrachtung von Politik immer ein Thema. Viele befürchten, dass hier in Berlin Interessenvertreter ein- und ausgehen und auch mit illegitimen Mitteln Entscheidungen beeinflussen. Der Lobbyismus ist im Grunde eine Art Kritik- und Schimpfwort geworden. Dabei kommt er ganz ursprünglich einfach aus der Idee, dass im Vorraum des Parlaments, des Sitzungssaals, der Lobby, natürlich die Menschen, die ein Anliegen haben, auf die Volksvertreter zugegangen sind und ihre Argumente, ihre Positionen dargestellt haben. Interessenvertretung und auch zu berichten aus der Praxis, wie sich politische Entscheidungen auswirken, das gehört zur Demokratie dazu, für sein Anliegen und für seine Interessen zu werben. Das ist übrigens sogar im Gesetzgebungsverfahren ganz förmlich vorgesehen. Wenn die Regierung einen Gesetzentwurf erarbeitet, dann gehört zum Verfahren, bevor das überhaupt ins Parlament geht, die sogenannte Verbändeanhörung. Da werden Verbände aufgefordert, Stellung zu beziehen zu einem Gesetzgebungsvorhaben, weil oft genug die Praktiker natürlich aus ihrem Alltag auf Dinge hinweisen können, die in der Ministerialverwaltung gar nicht bekannt sind. Und auch im Parlament gibt es viele Interessenvertreter. Aber interessanterweise spricht man öffentlich immer nur von den Vertretern wirtschaftlicher Interessen, von Unternehmensinteressen, von Industriellen. Aber natürlich gibt es auch Gewerkschaften, die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Lobbyarbeit machen. Es gibt nicht Regierungsorganisationen, die vielleicht für ökologische Anliegen oder soziale Anliegen sich einsetzen und Lobby machen. Also der Begriff Lobbyismus ist ganz weit gefasst und eigentlich neutral. Wir wissen, dass es hier viele Versuche von argumentativer Einflussnahme auf Gesetzgebung gibt. Und ich glaube, darin liegt nicht das Problem, sondern das Problem liegt in der mangelnden Transparenz. Genau das wollen wir verändern. Wir möchten ein Lobbyregister in Berlin einführen, wo man genau weiß, wer hat eigentlich Zugang zu wem, wer spricht mit wem und wer wird von welchen Interessen finanziert, wer steht dahinter. Bei den Unternehmen und bei den Verbänden brauchen wir das, nach unserer Vorstellung aber genauso bei Nichtregierungsorganisationen. Mitunter könnte ja eine Nichtregierungsorganisation öffentlich scheinbar für ein edles Anliegen eintreten. In Wahrheit stehen aber ganz andere Finanziers dahinter, die nur über Bande spielen wollen. Sowas ist ja vorstellbar. Und deshalb, jawohl, wir wollen ein Lobbyregister haben, aber die ganze Breite der Einflussnahme auf den politischen Entscheidungsprozess sollte da abgebildet werden, von NGOs über Verbände bis hin zu Unternehmen. Ich halte das für eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung unseres Parlamentarismus hier in Berlin.